Heute mit Melissa Naschenwenk. Für viele ist sie längst die österreichische Helene Fischer. Die Kärntnerin, deren Markenzeichen eine rosafarbene Quetschen und die farblich dazu abgestimmte Ledershort ist. So wie hier in vollem Einsatz und auf der Wiener Wiesn wird es sie heuer Corona-bedingt leider nicht zu sehen geben. Auch Melissa leidet unter Konzert- und Tourneeabsagen, hat sich aber ihre Zuversicht und Fröhlichkeit erhalten. Gut gelaunt präsentiert sie sich uns beim Sommergespräch auf der steirischen Fensteralm vom Plotscherbauer. Schön, dich wieder zu sehen. Das freut mich. Wir haben schon das Platz reserviert. Sehr schön. Es ist echt ein bisschen wieder Heim da, habe ich mir jetzt gerade gedacht. So wie bei mir im Lesachtal. Das ist Steiermark, du bist eine Kärntnerin. Ja, aber trotzdem, wir haben schon Ähnlichkeiten. Ja. Das ist eine Alm. Ja, das ist mir schon klar. Dir? Nein, mir nicht. Darum frage ich dich. Wann ist eine Alm? Ich glaube, wenn man so wie da jetzt hört, die Kuhglocken. Also bei uns werden ja die Kühe dann auch auf die Alm getrieben. Also wo Kühe sind, das ist eine Alm. Ja, es muss schon eine lässige Hütte dabei sein und vielleicht links und rechts nichts umherum, sondern nur eine wunderschöne Natur, ein paar Berg. Aber hat das nichts mit Höhenmeter zu tun? So ab 800 Meter ist eine Alm. Nein, dann wohnen die auf der Alm, weil ich wohne auf 1100. Aha, das ist aber dann schon ein Berg. Nein. Ab 1000 Meter ist ein Berg, nicht? Drunter ist eine Alm. Aber das sagt man echt nur in Wien. Nein, ich weiß nicht. Aber ich kenne die Definition von Alm nicht. Ja, die werden wir heute schon noch da fragen. Fragen wir einen, der es wissen muss. Eine Alm. Eine Alm ist eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Und aufgrund ihrer Verhältnisse, meistens höher gelegen, sind... Boah. Ja, auch er musste die Definition von Alm erst recherchieren. Er hat nämlich gegoogelt, mittlerweile weiß er, was eine Alm ist. Gib zu, dass er es vorher nicht gewusst. Schau, da hat er den Schummelzettel. Das ist nicht so einfach mit der Alm. Du kannst das auch vorlesen. Ah, das schaut blöd aus. Sieht man nicht. Also, eine Alm ist eine Alm? Eine Alm ist eine Alm, ja. Wann ist eine Alm eine Alm? Eine Alm, das sind Grünlandflächen, ja? Die aufgrund ihrer Höhenlage nur zu einem Teil des Jahres bewirtschaftet werden. Und es müssen landwirtschaftliche Tiere aufgetrieben werden. Dazu zählen Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen. Und es sollten auch Wirtschaftsgebäude, ein Stall, eine Almhütte vorhanden sein. Das ist es in dem Fall und darum ist es hier eine Alm. Genau. Und damit herzlich willkommen auf der Alm. Es gibt schon viele schöne Fleckerln auf der Welt und das ist einer davon. Und da fühle ich mich total heimisch und ich hoffe, es gefällt dir auch da. Es ist zauberhaft und man kommt so richtig runter. Das ist, glaube ich, etwas, was du gar nicht so gern hast im Moment. Denn eigentlich solltest du auf der Bühne stehen, große Konzerte geben und die Ruhe erst viel später suchen. Aber es geht dir wie allen anderen Künstlern auch, die von Corona betroffen sind, Stillstand. Sehr, sehr ungewohnte Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt mehr Stress ist, wenn man 19 Mal im Monat spielt oder wenn man 30 Tage im Monat daheim sitzt, weil man sich natürlich schon Gedanken macht. Aber ich habe die Zeit jetzt gut genossen und gut verbracht. Und ich habe ein Album aufgenommen in der Zeit. Also hätte ich wahrscheinlich jetzt neben die Auftritte nicht so viel Zeit gehabt dafür. Und man macht das Beste draus. Natürlich bleibt jetzt Zeit für Sachen, die vorher auf der Strecke geblieben sind. So wie meine Familie. Die sieht mich jetzt schon fast zu oft. Ich sage schon immer, man fährt jetzt wieder einmal weg. Aber das ruhige Leben bin ich ja gewohnt. Also ich komme ja aus dem Lesachtal. Das ganze Tal hat um die 1500 Einwohner. Und für mich war es jetzt nicht so eine extreme Umstellung, dass es einmal ruhiger war. Aber ich freue mich halt jetzt natürlich, wenn es dann irgendwann wieder mal weitergeht, weil natürlich die Musik ist mein Leben und ich fühle mich so irgendwie so eingesperrt. Mit meinem Album sitze ich irgendwie daheim und ich will es eigentlich nur präsentieren und ich kann halt einmal nicht. Aber es geht ja jedem gleich. Und ich bin halt immer schon eine sehr optimistische Person gewesen. Ich glaube, es gibt nichts Schlechtes, wo es nicht auch was Gutes gibt. Und ja, für was es gut war, werden wir hoffentlich dann in ein paar Jahren wissen. Und hoffe natürlich, dass es bald weitergeht. Das Album präsentieren, deswegen sitzen wir auch zusammen. Das ganze Album geht sich jetzt in der Zeit nicht aus, aber zumindest einen Hit raus. Ja? Such ihn dir aus. Was spielen wir? Aus dem neuen Album, oder? Dein Herz verliert. Du bist ein ehrliches Mädchen. Wie ehrlich sind denn deine Texte? Ah, sehr ehrlich. Ich stehe auf Bergbaumproben. Du weißt, die Nachbarinnen, die schmunzeln ja ab und zu an.
Die Texte spielen sich wirklich vor der Haustür ab und am neuen Album Lederhosenrock wird man das auch noch mehr spielen und erhören, weil es sind nicht nur die Happy Songs drauf, sondern auch sehr persönliche Songs. Mit Herz verliert, das war die Enttäuschung meines Lebens, die ich da verarbeitet habe. Der Song war eigentlich gar nicht geplant fürs Album. Wer hat dich denn so enttäuscht? Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen. Wann war denn das? Letztes Jahr. Wieso? Du sagst immer, du hast niemanden und... Ja, nicht immer. Aber wenn es den Typ nicht gegeben hätte, hätte es das Lied nicht gegeben. Und das ist eins meiner Lieblingslieder mittlerweile. Und das schreiben mir ganz viele. Die Liebe ist halt einfach kompliziert. Bei einem mehr, bei einem anderen weniger. Was war deine längste Beziehung bis jetzt? 2 Jahre. Ja, ist ja nicht so schlecht, ich bin ja 30. Sind andere schon verheiratet und haben Kinder? Ja, ich war das nicht. Weiß aber gar nicht, ob es jetzt vielleicht sogar ein Vorteil ist, dass ich das noch nicht habe. Weil wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie zu 100%. Und wenn ich jetzt zu 100% Hausfrau, Mutter und Ehefrau war, dann ging auch das jetzt mit der Musik am Kamm voll, so wie ich sie jetzt betreibe. Ja, das bricht mir schon ein bisschen mein Herz, weil ich wirklich bis zum letzten Moment gehofft habe und zugewartet habe. Jetzt trinken wir mal auf bessere Zeiten. Okay, ja, das ist so gut, Dani. Prost. Hast schon gewusst, jetzt wird es für mich sentimental. Und er schmeckt aber gut. Ja, ist süß. Schmeckt gar nicht nach Alkohol. Nein, es ist gefährlich, die, gefährlich. Ist der Hausdruck? Das sind die Gefährlichen. Ja, süß wie die Melissa. Naschenweg. Wir waren beim Album. Genau. Also beim Konzert am 14.09. Kufstein, ja. Und wir haben uns auch einen Plan B überlegt. Also wir wollten es an 2 Tagen machen. Bestuhlt, jeweils mit 1700 Personen. Aber durch das, dass jetzt die Maskenpflicht wieder gekommen ist, dass dann wahrscheinlich kein Alkohol aus schon stattgefunden hätte, dass es einfach zu kompliziert ist für alle. Ich will mein erstes eigenes Open Air, jetzt sind schon über 3000 Tickets verkauft worden, was mich total gefreut. Da will ich natürlich nicht, dass die Leute noch rausgehen und sagen, das war ein Scheiß, sondern dass sie es genießen. Und jetzt haben wir es aufs nächste Jahr verschoben. Termin wissen wir jetzt auch noch nicht ganz genau. Es ist jetzt alles irgendwie so schnell gegangen, weil ich wirklich bis zum Schluss, ich habe wirklich gehofft und es haben viele geschrieben, ja, schon im Mai schminkt er das ab, aber ja. Man glaubt halt bis zum Schluss, es geht. Ich habe echt gedacht, es geht, ja. Ich habe gedacht, es wird im Herbst besser und habe nicht damit gerechnet, dass jetzt natürlich so gekommen ist, aber ja, dann sind wir halt nächstes Jahr vielleicht noch mehr Leute und da spiele ich dann garantiert eine halbe Stunde länger. Einen Schuss vor den Bug hast du erhalten, ohne dass du was dazu getan hast. Das war in Ulrichsberg, wo man nicht geschrieben hat, das war ein großartiges Konzert und du hast die Leute aus den Autos gerissen, sondern die sind vor lauter Begeisterung ausgestiegen und du hast dich wiedergefunden in der Presse mit ein paar Vorwürfen. Ja, ja, es wie ist witzig. Wie war das für dich, das Empfinden? Ja, natürlich, es war mein drittes Autokonzert, 3 habe ich gespielt. Und Oberösterreich war immer schon ein total guter Platz für mich. Und ich habe mich so gefreut und sie haben sich auch so gefreut. Und ich bin dann mit dem Traktor durchgefahren und habe halt einmal gewunken und dann halt auf die Bühne. Und irgendwie auf einmal, echt für 5 Minuten, als wenn Corona nie da gewesen war. Ich wollte meine Taschen leer, doch Sonnenöl fand ich keines mehr. Das sind die Kinder haben angefangen und dann sind die Erwachsenen dazugekommen und ich selber habe es gar nicht so überrissen. Ich habe nur gemerkt, auf einmal Feuerwehreinsatz, die ganzen Security sind ausgerückt und mir haben sie dann natürlich im Befehl gegeben, sag was und ich war während dem Singen, ich stehe auf Bergbahnbuben und singe mit, sag was, was soll ich denn sagen? Ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt, weil ich selber einfach, ja, es war für mich auch kurz weg. Und dann, es waren vielleicht wirklich 3 bis maximal 5 Minuten, wo es wieder normal war. Ein Foto und ich lese und denke mir so, ja, ich mache den Leuten jetzt keinen Vorwurf, weil die werden ja schon so eingeschränkt. Und dann triffst du die halt nach so langer Zeit wieder. Ich bin ja heute auf die zugelaufen und habe mich kurz erinnert. Ich darf ja gar nicht. Und ich glaube, von mir sind sie es einfach gewohnt, dass ich so nahbar bin. Also ich bin halt gern unter die Leute, ich habe gern Kontakt mit ihnen. Es ist brutal, wo sie die Leute dann wieder weggetan haben zu den Autos. Das war wie ein neues Konzert. Also du hast müssen alles wieder neu aufbauen. Man hat gemerkt, die Stimmung war total, also mal nicht so gut, weil sie sich halt irgendwie geärgert haben, dass sie haben müssen wieder einsteigen. Mhm.
und schwierig. Also für mich allein dann oben echt schwierig, weil es mir so leid tut und mein Herz so weh tut, dass das einmal nicht geht. Und das war immer so selbstverständlich. Aber ich glaube, wenn es dann wieder geht, dass man es vielleicht noch ein bisschen intensiver macht oder noch mehr genießt, wenn man sich dann wieder mal angreifen kann, wenn man gemeinsam wieder vorne feiern kann und wenn die Leute mitsingen dürfen, weil da haben sie ja auch geschrieben, ja, man darf ja nicht mitsingen, weil die ganzen Bakterien und was weiß ich, was da rumfliegt. Ja, zu Tode gefürchtet ist halt am Ende auch gestorben. Sie ist halt eine, die die Menschen von den Sesseln reißt. Das war nicht immer so. An den Beginn ihrer Karriere hat sie üble Erinnerungen, vor allem an Steffi Werger. Du bist für mich so ein Nougat-Knödel ohne Nougat. Darüber spricht sie und über die Nachwehen des Diffigiano-Gags vor 3 Jahren, aus dem sie einen Song machte. Gleich. Oh, in Heinzel und die Wips. Melissa Naschenwenk, Österreichs Helene Fischer. Kinder wollen ihretwegen heutzutage auch Ziehharmonika spielen und werden wie sie. Das war nicht immer so. Im ATV-Sommergespräch und auf der Steirischen Fensteralm erinnert sich die Kärntnerin an die Anfänge ihrer Karriere. Du bist ein ehrliches, naives Mädchen von der Alm, warst du. Jetzt bist du eine große Künstlerin in der Showbranche. Die Unterhaltungsbranche spielt ja nach eigenen Regeln. Du könntest ein Buch wahrscheinlich darüber schreiben, was da im Hintergrund so agiert. Ist es so schlimm, wie manche meinen, dass es ist in der Unterhaltungsbranche und in der Pop- und Schlagerbranche? Also, wo ich eingestiegen bin in das Geschäft, haben sie gesagt, willkommen im Haifischbecken. Ja? Und da habe ich mir gleich gedacht, so, oh Gott, wieso? Was tun die da mit mir? Und da kommt der Goldfisch. Der Naive. Nein, aber ich muss echt sagen, also ich habe weder mit Kollegen oder so Probleme oder dass ich, wie gesagt, das mit Management, ja, das war schon einmal so eine Geschichte, wo ich dann einfach nicht mehr gewusst habe, kehrt das jetzt so? Muss ich mich so richten lassen oder darf ich vielleicht doch so bleiben, wie ich bin? Du bist ja jetzt so am vorläufigen Zenit deiner Karriere. Also so gut wie jetzt ging es dir noch nie, karrieretechnisch. Wenn du dich an deine Anfänge erinnerst, das ging ja relativ flott und du hast hart dafür gearbeitet. Aber wenn ich mich an Herz aus Österreich erinnere, du schaust so, darf ich dich nicht darauf ansprechen? Ja, ist das schon unangenehme Erinnerungen? Nein, wieso? Weil wir haben ein bisschen im Archiv gekramt und da haben wir natürlich. War das ein Fehler? Finde ich schon. Du, ich wusste das endlich Song, das druckt mich schon lang, liegt mir ewig schon im Morgen, doch wie fang ich an? War es ein Fehler, da mitzumachen oder was? Nein, es war einfach erstens das, ja. Und zweitens war es halt einfach. War es kein Karriere-Turbo? Nein, ich habe eher gedacht, das war kurz davor, dass ich alles schmeiße. Weil? Ja, da hat mich ja die Stefanie Werger so ehrlich kritisiert. Ich meine, der Auftritt war wirklich nicht gut. Mhm. Und es nun kapiert. Und dann hat die Stefanie Werger gesagt, das ist maximal ein Nougat-Knödele, aber ohne Füllung. Und der wird sowieso nichts. Melissa, du bist wirklich ein Zuckermausel. Aber wir beurteilen eben, wie es schon sagt, nicht nur die Optik. Du bist für mich so ein Nougat-Knödel ohne Nougat. Ja, weil mit der Stimme hast du dich verlassen. Ich muss halt streng sein, weil ich da 2 Ohren habe, gell? Ich natürlich, Sensibelchen, und der DJ hat ja gesagt, nein, er sieht da schon ein Potenzial. Das sage ich heute noch immer zu ihm. Wenn du das nicht gesagt hast, wer weiß. Und er redet noch immer gut von dir? Ja, ich verstehe mich auch sehr gut mit ihm. Also ich mag ihn auch sehr, sehr gern. Das ist auch eine ehrliche Haut, so wie ja, du. Ja, ich sag's einfach direkt aus, die sind mir die Liebsten. Die Stefanie Werger war auch direkt. Ja, aber sie hat sich Gott sei Dank getäuscht. Die Füllung habe ich mir da schon gesucht oder gefunden. Aber ich bin daheim gekommen und ich weiß noch, habe ich zum Papa gesagt, ich hab's gesagt, ich soll auf die Bühne gehen und das war so ein Fehler und das mache ich nie wieder und jetzt ist es sowieso vorbei und ich studiere jetzt fertig und nie wieder Musik und redet es mich nie wieder an. Er hat es dann ganz klug gelöst, weil er kennt mich, lass mir sie einmal spinnen. Mhm, und dann habe ich es nicht lange ausgehalten, habe ich gesagt, nein, vielleicht mache ich doch weiter. Und
immer wenn einer dann gesagt hat, es ist so schlecht und es war früher, es war auch daheim so, was wird sie denn, was will sie denn, ein bisschen Musik spielen, so gut ist es ja gar nicht. Dann habe ich mir gedacht, und hätte es erst recht. Und auf meinem Album ist auch hier drauf, das heißt Die Kämpferin. Und das widme ich all meinen Kritikern, die mir die Sterne da in den Weg geworfen haben, weil ich möchte mich irgendwie auch bei Sinnen bedanken. Weil ich glaube, wenn sie nicht so dagegen, ein paar wirklich richtig dagegen geschossen, dann hätte ich vielleicht nicht den Kampfgeist entwickelt, den ich dann da gefunden habe. Und ja, dann habe ich so richtig angefangen zu kämpfen und habe mich da durchgebissen und bin durch ganz Europa geradelt. Und bis nach Shanghai bin ich gekommen mit meiner Ziehharmonika. Und jetzt sitze ich da bei dir. Ja, Respekt. Und jetzt scheint die Sonne auch noch, siehst du das? Es gibt heute 20-Jährige, für die du großes Vorbild bist. Würdest du sie in ihrem Tun bestätigen, sagen, ja, mach nur, auch ich habe am Anfang meine Niederlagen erlitten, weiterarbeiten, weiterarbeiten? Gerade deshalb würde ich es auch sagen. Also wenn man es einfach gern tut und das, man einfach merkt, das ist das Richtige. Weil ich habe das damals auch gesagt, das ist das Richtige. Und dann haben sie daheim gesagt, ja, okay, jetzt willst du Musikantin werden. Ich habe ein Studium, ich habe alles geschmissen. Was hast du studiert? Jus, jetzt wollte ich schon sagen, Jura, voll lauter mit dir. Das ist uns vielleicht eine gute Rechtsanwältin entgangen. Zumindest eine hübsche. Ja, aber ich war, glaube ich, zu nett gewesen. Nett, wenn du auf der anderen Seite das Gesetz, wenn du Staatsanwältin geworden wärst. Ja, ganz eine nette Staatsanwältin. Du erinnerst dich an unsere allererste Begegnung. Das war bei der Wiener Wiesn 2017. Und da habe ich mir einen kleinen Spaß mit dir erlaubt. Das schauen wir uns an. Kannst du das mal vorlesen? Ich finde es so toll, dass so viele Oktoberfestbesucher Italienisch sprechen. Das heißt eigentlich Tifigiano. Laura 20 aus Köln. Tifigiano? Ich habe Italienisch gelernt und ich weiß, das G-I-A-Giano. Also wortwörtlich steht da Tifigiano. Ja, aber Giano ausgesprochen. Würde ich jetzt fast was wetten. Tifigiano. Und du hast mir versprochen, da kriege ich noch eins retour. Und du hast das benutzt, um da ein witziges Element auf, das neue Album. Ich habe die benutzt. Ich lasse mich von dir. Das Video geht nach wie vor in Gruppen um und um. Nach wie vor, erst vor ein paar Wochen hat mir jemand gesagt, es ist dein Video wieder aufgetaucht in der Gruppe. Und ich denke mir so, nein. Weil echt, haben ja einige drunter geschrieben, ja, blond und blöd. Und andere haben gelacht. Blöd kann man nicht sagen. Ich habe es ja einfach, ich habe ja wirklich gedacht, ich muss da beweisen, wie super ich Italienisch kann. Und ich kann ja echt Italienisch und die Aussprache. Ich wünsche, ich hätte nie Italienisch gelernt, weil dann hätte ich es natürlich schon so ausgesprochen. Gell? Aber das Wort ist mir einfach in Erinnerung geblieben, weil nach unserem Treffen sind in zwei, drei Diskotheken Leute mit Plakat herkommen. Ja. Mit Tifigiano vorne. Oh Gott. So. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Nein, ihr braucht gar nichts laut tun, weil die erste Single von meinem Album, Lederhosenrock, die heißt Tifigiano. Tifigiano oder Tifigiano? Tifigiano. Tifigiano. Natürlich, ja. So wie ich es gesprochen habe. Ich kann nicht Italienisch, wofür steht Tifigiano? Gibt es das Wort überhaupt? Ja, da musst du dann das Lied anhören. Das Wort gibt es nicht. Es gibt aber eine Marke. Es gibt Bademäntel, die zum Beispiel Tifigiano hast. Das heißt, du wirst auf der Bühne dann mit dem Bademantel auftreten und das als Schlussnummer spielen. Vielleicht, aber weil wir uns gerade so super verstehen und wir kennen uns ja jetzt echt schon so lang. Mein erstes Single, wie gesagt, war Tifigiano und mein Video drehe ich erst und ich brauche die unbedingt in meinem Video und jetzt darf ich dich da vor laufender Kamera gern einladen, dass du für ein paar Sekunden in meinem Video absteigst. Geht sich das aus? Jederzeit. Das aber bin ich dir schuldig. Mach ich gern. Ja. Spiel gern den Deppen für dich einmal. Und Hand geben darf darauf trinkt man? Nein, brauchst du nicht den Deppen spielen. Gar nicht. Das ist eine coole Szene für okay, dich. Okay. Das machen wir. Ja. Und weil auch sie bei jedem Spaß sofort dabei ist, erst zeigte der Sohn des Gastgebers sein Können. Dann übernahm zur Freude der Hüttengäste Melissa selbst die steirische Knöpferlharmonika. Ja, wer kann, der kann. Dankeschön! Bitteschön und auf Wiedersehen.